Und herzlich willkommen zurück zu Sphere Flying Cities. Trotz der Tatsache, dass ich mich hier eine ganze Weile aufgehalten habe, scheine ich doch mit den Nahrungsmitteln am Limit angelangt. Das heißt, es geht zwar ganz, ganz, ganz langsam nach oben, aber das hat so keinen Tauch. So kriegen wir keine weiteren Kolonisten ernährt. Und so habe ich mich dazu entschlossen, den Schildradius zu erhöhen und die Stadt zu vergrößern. Kostet zwar mehr Strom, aber ja, es ist notwendig. Und mir ist aufgefallen, dass ich beinahe keine Möglichkeit mehr hatte, hier weiter noch zu bauen. Also beziehungsweise ich gar keine Ausgänge mehr an manchen Stellen für diese Verbinder gelassen hatte. Und das ist ungünstig. Und hier ist es so dunkel, dass ich gar nicht erkenne. Was ist das? Ah ja, eine Hütte. Ich hab gedacht, das wäre was zum Abreißen. So, hier können wir noch eine Hütte dran. Hier können wir noch eine Hütte ranpacken. Müssen wir wirklich mal ein bisschen drehen hier. Einmal hier komplett rum. So. Schon wieder ein Schauer. So, Nahrung bedeutet aber auf jeden Fall, wir brauchen gleich Einwohner. Wenn wir schon mal zwei von den Dingern hinbauen, brauchen wir so oder so. Und schalten die mal direkt wieder aus. So, Fakt ist, die Nahrungsmittelproduktion kann ich jetzt nicht ausschalten. Aber die schalte ich wieder ein. So, wie sieht das hier aus? Priorität 8, Priorität 9. Hier muss auf jeden Fall weiter produziert werden. Euch schalten wir aber aus. Jetzt könnte man natürlich einmal probieren, was passiert, wenn wir durch den Meteoritenschauer fliegen, bevor wir uns neue Leute holen. Sind wir so größenwahnsinnig, durch den Meteoritenhagel zu fliegen? Und wir speichern das einfach mal ab und riskieren es, oder? Alles mal angucken. Einmal durch den Meteoritenhagel. Also mehr, als dass ich sterbe, kann ja nicht passieren. So, habe ich dann schon gescannt, Umgebungsscan. Oh wei, oh wei. Hoffentlich lohnt sich das, wenn ich sitze. Um Himmels Willen, drückt die Daumen. Und wenn ihr keine Daumen habt, dann wenigstens den Daumen nach oben unter dem Video. Vielen Dank. Tja, Meteoritenschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hoffentlich stehen wir das durch. Meteoritenhagel. Hauptsache, wir haben gleich genug Energie für alles. Ich kann auf jeden Fall mit zwei Drohnen reparieren. Ich muss auch auf den Materialverbrauch Obacht geben. Mindestbelegschaft 1, derzeitige Belegschaft 0. Nein, 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 nein. Du brauchst unbedingt Belegschaft. Schalten wir dich noch aus. Okay, ich brauche nämlich zwei Reparaturdrohnen hier in Bereitschaft. Stufe 3. Gesangszahlen. Übrigens haben sie es auch ein bisschen genervt, weil die Leute sich beschwert haben, als ich wegen Meteoritenhagel, sondern wegen dem Partikelschauer, der immer kommt, dass der viel zu schnell zu hohe Stufen bekommt. Merkt man jetzt schon. Also ich meine das zumindest, weil man konnte sich beim Reparieren ranhalten sonst. Also eigentlich müssten wir gleich in die gefährliche Region kommen.
gibt es hier auch Mini-Meteoriten. Uiuiui. Ja. Das ist heftig. Stufe 3. Wie bei The Green Mile. Boah. Können wir Material für die Reparaturen rein? Könnte das aber funktionieren, aber welche Gebäude werden. Also manche werden vom Schild aufgehalten. Eigentlich alle, oder? Material. 4, 5, na, mal gucken. Ob sich das lohnt. Wir verbrauchen natürlich auch eine ganze Menge Material. Das schneide ich jetzt nicht raus. Hier bleiben wir mal komplett zusammen auf Sendung, weil hier könnte jederzeit ein Unglück passieren. Möglicherweise. Ich schalte mal kurz die Wasserproduktion aus, weil ich die Umgebung scannen möchte. Damit wir da gleich hier rucki-zucki keine Zeit verschwenden. Holen uns dann noch weitere Mannschaft ab. So, Meteoritenhagel. So, das wieder aus. Und das wieder an. Ganz schön aufs Materiallager. Das durchgehende Reparieren. Gut, dass ich zwei Drohnen habe. Mann, oh Mann. Da hagelt's wirklich. Kommt, beeilt euch. Wie gut, dass die Dinger nicht gleich ganze Gebäude wegschlagen. Also ich bin jetzt nicht unzufrieden, ne, mit dem Meteoritenhagel. Es ist handelbar, aber man muss genug Material dazu dabei haben für die Reparaturen und am besten eben zwei Drohnen. Und vielleicht nicht gerade noch irgendwas im Bauhafen, weil das ja priorisiert zuerst gemacht wird, vor der Reparatur. Dritte Priorität, weiß gar nicht, ob man irgendwo die Drohnenpriorität einstellen kann. Schlecht wäre es sicherlich nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Hilfe! Danach bin ich mit den Nerven fertig und brauche erstmal eine Gruppentherapiesitzung. Zum Glück weiß ich, wo ich mich notfalls abholen kann. Nämlich auf discord.jasondux.de. Jeder neue Insasse ist herzlich willkommen. Ich freue mich drauf. So, mach mal voran hier. Das dauert. Ich hoffe, da kommen gute Elemente bei raus, dass sich das auch lohnt. Weil
2. Ja gut, da müsste ich dann mal gleich im Elementenbaum gucken. Mal, wo sehe ich den? Technologiebaum. Elemente. Also dann, wir haben keine gelben, wir haben keine roten, wir haben keine Petrolfarben und keine pinken, wir haben nur grüne. Also wollen wir mal gucken. Oder ob die Farbe mit den Feldern zusammenhängt, die wir auf der Karte sehen. Wäre auch möglich, ne? Was würde das denn bedeuten? Nee, das passt auch nicht. Nicht so richtig jedenfalls. Also, es würde nicht unbedingt in der Realität Sinn ergeben, dass die gefährlichsten Regionen die seltensten Materialien enthalten, aber für die Spielmechanik würde das natürlich Sinn ergeben, das so anzuordnen. Obwohl, mittlerweile liegt das ja ganz gelassen hier. Also das habe ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Das soll ich aber vielleicht nicht zu laut sagen, oder? Wäre auch schön, wenn man sagen könnte, keine Ahnung, eine Drohne ist dauerhaft zu reparieren, abgestellt oder so. Also ein bisschen mehr Handlungsspielraum hätte. Finde ich nicht verkehrt. Hier ist ein Park, da ist ein Park. Boah. Ich kann schon mal... Nee, wenn ich jetzt anfange, Lazarette zu bauen, dann können die Drohnen ja nicht gleichzeitig reparieren. Also meine Freunde. Nicht im Meteoritenhagel das Bauen anfangen. Es sei denn, ihr habt mehr als zwei Drohnen. Nur die Stadt ist nicht so groß. Wenn ich mir vorstelle, der ganze Felsen wird ja schon gebaut. Gut, glücklicherweise kann man ja irgendwann noch die Schildstärke erhöhen. Nicht nur den Schildradius. Er dürfte auch, wenn er größer wird, nicht schwächer werden, weil er ja nicht mit dem gleichen Stromverbrauch arbeitet, sondern der Stromverbrauch sich auch dementsprechend erhöht. Ne? Im Grunde dürfte es für die aktuelle Stärke deswegen egal sein. Interessant wird nochmal, ob die Schildstärke, die einzelnen Stufen, immer gleich viel Energie brauchen, egal wie groß die Kuppel ist. Ihr wisst, was ich meine, oder? Wir haben es fast geschafft. Fast geschafft. Alles weg und kein Bonus, nix. Das hätte ich mir jetzt also alles sparen können. Aha. Na dann. Na super. Okay, weiter. Weg hier. Leider kann ich nicht einfach wegspringen, sondern muss ganz ordinär wegfliegen. Bedeutet, wir bleiben noch einen Moment hier im Meteoritenhagel. Schon imposant, gefällt mir. Hoffentlich war das noch nicht alles. Vielleicht an Katastrophen alles, aber ein paar andere Überraschungen wären schon noch schön. Positive Überraschungen. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt eine Kapsel bekomme mit 227 Passagieren. Ich glaube, da wäre ich auf einen Schlag überfordert, aber ich hätte die Quest erfüllt. Eigentlich die Feldgrenze erreichen. Ja, überschreiten sie gerade. Ist jetzt mal Arunkarton hier.
wir haben es geschafft. Ihr seht, wie langsam sich der Essensvorrat noch aufbaut. Das aber zum Beispiel auch nicht. Wie viel Plantagen dieses Ding verkraftet. Diese eine Küche. Du willst ja was die Leute können. Groß essen. Das ist auf jeden Fall nichts auf Lager. Die Küche verarbeitet das ja noch ganz gut weg in gekochtes Gemüse. Kann ich dann auch wieder forschen? So, Gemörswesen haben wir. So, beschleunigte Heilung können wir machen. Heilungsprozess kranker um 20%. So. Da haben wir alles. Das ärgert mich, ne, dass ich hier nichts bekommen habe an Elementen. Was meint er, wie viele Kolonisten bekommen wir jetzt dazu? Pass auf, einen. Dafür aber einen ganz großen. Zwanzig. Wundervoll. So, alle sind untergebracht. Dann müssen wir hier aber auch direkt loslegen. Mit der Produktion. Müsste jetzt eigentlich zum Überschuss führen. Aber was ist denn hier plötzlich los hier? Die ganzen Neuankömmlinge unterwegs. Hier, Klamotten. Die ganzen Umzugsfirmen hier. Gut, alles ist belegt. Scannen. Normale Rohstoffe, blau. Ja, eigentlich könnten wir so die Kurve ziehen. Ne? Warte mal. Ach, wie groß ziehen wir die denn? Hier komplett raus. Über die zwei. Und wieder rein. Und dann wieder raus. Und dann weiter links um die halb übers Wasser oder so. Ja, so ungefähr. Ich denke, kommt flink direkt weiter. Zielpunkt festlegen. Hier ist nichts Besonderes. Drohne hier auch schon mal hier. Ob da irgendwas Besonderes los ist. So, jetzt wird's was mit den Nahrungsmitteln. Reicht das Wasser denn jetzt noch? Gut, das müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten hier. Sollte das jetzt abrupt unter 1000 sinken, brauchen wir davon vielleicht auch noch einen. Es hält sich knapp, oder? Nein. Erhöhte Leistung, wenn man durch Regenwolken fliegt. Wahrscheinlich sind das dann die blauen Felder. Bringt uns jetzt aber hier nicht weiter erstmal. Das ist meine zweite Drohne. Die mag nicht. So,
auch schon wieder 90 beschäftigt von den 93. Kommst du schon wieder nicht mehr weiter. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt brauche ich erstmal wieder, bevor ich weiter ausbaue, wieder mehr Kolonisten und immer so weiter. Könnte noch eine langwierige Geschichte werden, hier die 300 zusammenzubekommen. Aber gut, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, um in rasende Hektik zu verfallen. Aber ohne in rasende Hektik zu verfallen, könnt ihr gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr mich und meine Arbeiten unterstützen wollt, besteht auch die Möglichkeit, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Mit verschiedenen Vorteilen und einem kleinen freiwilligen finanziellen Obolus an mich. Macht das aber bitte nur, wenn das finanziell überhaupt gar kein Problem ist. Da gibt es so einen Knopf unter dem Video, Kanalmitgliedschaft oder Mitglied werden. Wenn ihr da draufklickt, passiert erstmal noch nichts, bekommt ein paar Infos, was das ist und was das kann. Herzlichen Dank vorab und ist auch schon mal herzlich willkommen als neues Kanalmitglied. Gut, wir sind da, können Material sammeln. Einschalten. Kann ich denn? Oh ja, Moment. Ich habe ganz knapp nur die Energie, ne? So, also. Zweimal Material. Hier sind nicht genug. Aha. Nicht genug Strom, nicht genug Leute. Warte mal. Jetzt muss ich mit dem Strom schon anfangen zu jonglieren. Also das ist jetzt wirklich hart an der Grenze, wie ich das hier betreibe. Warte mal, nochmal schnell gucken, wie es mit der Forschung aussieht. Ich habe, glaube ich, alles erforscht, was nichts kostet, ne? So, das bedeutet, dass ich jetzt dieses Forschungsteil auch ausschalten kann. Habe ein bisschen mehr Strom. Meine Nahrungsmittel- und Wasserproduktion läuft dementsprechend wieder. Okay, gut. Ja, ich nehme mal an, in der kommenden Folge wird alles auf Farming, Farming und nochmal Farming hinauslaufen. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht passiert aber ja auch was ganz anderes, Unerwartetes. Ich werde in der Zwischenzeit hier schon mal ein bisschen weiter Material sammeln, Kolonisten einsammeln. Mal gucken, wo mich das hinführt. Und wir sehen uns denn aber wahrscheinlich schon früher, aber ich denke allerspätestens wieder, kurz bevor hier die 300 Kolonisten erreicht werden. Vielleicht kann ich auch schon mal ein bisschen was forschen. Man kann ja auch noch Elemente umwandeln in andere, das habe ich mir auch noch gar nicht so genau angeguckt, vielleicht mache ich das auch mal, ich weiß es noch nicht. Aber was ich weiß ist, dass ich mich bis hierhin recht herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanke und sage bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.